Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenende Liebesorakel von 24. bis 26. Mai 2019. Der Garten der Liebe, so heißt auch dieses Liegesystem. Und in diesem Garten erscheint dieses Liebespaar. Wir klären erstmal die Gedanken. Worüber sollt ihr Gedanken machen? Und damit meine ich die Damen. Und das steht zum Gedanken, dieses Bild. Etwas in Bewegung setzen, aktiv zu sein, in eine Richtung, was euch begeistert. Weil hier die Feuerelement zeigt auch die Begeisterung. Kann auch bedeuten, ihr sollt Gedanken machen, weil jemand kommt entgegen, eine männliche Person ist unterwegs und diese Begegnung wird euch auch begeistern. Jetzt übergehen wir auf die Gefühlsebenen und das zeigt hier die Sternenhimmel, die Gefühle, die Damen. Und das heißt, ihr habt dabei ein gutes Gefühl und Vertrauen. Es steht alles im guten Sternen oder im Sternen geschrieben. Das heißt, diese Begegnung ist wie vorbestimmt. Die Vergangenheit immer noch bei euch Damen. Und das zeigt diese Verlust und verletzten Gefühle. Und das habt ihr schon erlebt. Aber etwas habt ihr nicht wahrgenommen. Und das ist dieses heilige Bild. Und diesem heiligen Bild symbolisiert die Visionen, die Träume, woran ihr glauben sollt. Also den Blick auf diese Richtung lenken. Welche Schritte sollt ihr tun in den kommenden Tagen? Das zeigt hier dieses Bild. Und diese Zahl 4 heißt, ihr braucht Sicherheit, Stabilität. Nicht nur in Finanzen, sondern auch beruflich, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Aber nicht festhalten, weil das macht unbeweglich. Jetzt schauen wir seine Gedanken an und das zeigt hier dieses Bild. Er möchte in die Öffentlichkeit oder er ist weltoffen. Kann auch bedeuten, er plant eine Reise. Seinen Gefühlen zeigt dieser Herrscher und das heißt, er beherrscht seinen Gefühlen oder ist jemand in seiner Umgebung, versucht über ihn zu herrschen, ihm etwas bestimmen oder vorschreiben und das bedrückt ihn und er versucht diese Situation aber auch beherrschen. Seine Vergangenheit zeigt hier dieses Bild und das ist die Einsamkeit oder seine Rückzüge. Was wird er tun in den kommenden Tagen? Das zeigt hier diese Begegnung. Das kann auch ein Vertrag bedeuten, aber auch eine Begegnung, was sehr emotional ist und ist auch ein Austausch geben und nehmen. Und hier die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Das heißt, es kommt von seinen Herzen. Dieser Garten hat auch einen Brunnen und hier sprudelt Wasser und zeigt die Lösung. Welchen Weg geht ihr? Was ist der gemeinsame Weg? Das zeigt hier diese Magier und das heißt, achtet auf euren Ausstrahlung, immer positiv denken, angstfrei leben. Dadurch ändert sich die Energiefeld und auch die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den wichtigsten hermetischen Gesetzen. Gleiche zieht Gleiche an. Achtet auf die Bilder. Wie stellt ihr das alles vor? Weil so kommt das auch.
wenn ihr das glaubt. Glauben versetzen auch Berge. Und genau in diese Richtung wird alles bewegen, wie ihr das vorstellt, wie euer Energiefeld ist, eure Anziehungskraft. Und das könnt ihr selbst bestimmen. Und das war mein Wochenende Liebesorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die Liebepartnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.